aus München angereist für uns. Erstmals in Bayreuth, heißt sie herzlich willkommen. Hier ist Lotta Emilia! Ja, hallo. Was sagt man hier zur Begrüßung? Servus. Servus Bayreuth. Ja, ich frage das immer nach. Ich bin nämlich letztens in Ulm auf die Bühne gegangen und meinte, Servus Ulm, ich habe jetzt gelernt, dass man das in Bayern so sagt. Ihr wisst, wo Ulm liegt. Ich wusste nicht, wo Ulm liegt. Ja, hi. Deswegen dachte ich, reden wir einfach mal drüber und reden, das ist ja generell ein super Konzept. Das versuche ich auch oft so umzusetzen im Alltag, vor allem auch, wenn es mal nicht so angenehm ist. Und das habe ich auch versucht umzusetzen, als meine Oma im Sterben lag. Da habe ich versucht, darüber zu sprechen, wie es mir geht mit meinen Gefühlen. Und dann hat die Person, mit der ich gesprochen habe, zu mir folgenden Satz gesagt, von dem ich mittlerweile weiß, dass es ein Zitat ist von Snoopy. Und diese Person hat gesagt, weißt du was? Eines Tages werden wir sterben, aber an allen anderen nicht. 32.425 Tage hast du gelebt. Du hast geatmet. Dein Herz hat geschlagen. Manchmal ein bisschen schnell, aber immer fest genug, um dich durchs Leben zu tragen seit 1930. 1930. Ein Jahr, das für mich nur in Büchern existiert und auf Wikipedia. Deinen jüdischen Vornamen hast du im Dritten Reich lassen müssen. Deine Kindheit und deine Schulbildung. Du hast Bomben fallen sehen und später die Mauer. Ich kann das alles verstehen, aber nicht wirklich begreifen. Das ist alles so weit weg. Das ist die Vergangenheit und du bist Geschichte. Ein Teil meiner Geschichte. Für fast ein Vierteljahrhundert hast du an meiner Geschichte mitgeschrieben und ich an deiner. Hättest du das gedacht, Oma, dass wir noch so viel Zeit haben? Hättest du das gedacht, als du mich das erste Mal in deinen Armen gehalten hast? 3,5 Kilo Hoffnung, 53 Zentimeter einer neuen Generation, das lebendige Versprechen an eine leuchtende Zukunft. Eine Zukunft, in der es mir mal besser geht als dir. Nahrungsmittelknappheit, Luftschutz, Bunker und Kinderlandsverschickung sind Begriffe, von denen ich zwar grob weiß, was sie bedeuten, die für mich aber trotz Google nicht greifbar sind und meine Lebenswelt heute ist bestimmt von Begriffen, die du googeln müsstest, wenn du wüsstest, was googeln ist. Oma, wir kommen aus zwei verschiedenen Welten. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein und trotzdem durften wir unsere Geschichten miteinander teilen und ich bin dankbar, dass du mich begleitet hast und ich bin dankbar, dass ich dich begleiten durfte. Oma, wenn ich heute an dich denke, dann denke ich nicht an Vergangenheit. Ich denke an unsere gemeinsame Zeit vom Kindergarten bis zum Abiball. An jedes Weihnachtsfest, an deine roten Wangen nach dem ersten Sekt. Ich denke an dich. An eine Frau, die nach Oma riecht, nach Geborgenheit und Zuversicht. Ich denke an Tage, die die Zeit vergaßen und an Zeiten, die alltäglich waren. Du bist für mich die Erinnerung, mehr Kaffee zu trinken. Nicht to go, sondern am Küchentisch, bei Keksen und Kerzen und Mensch, ärger dich nicht. Ich denke an die Pigmentflecke auf deinen Armen, die du nicht mochtest und die ich immer sehr schön gefunden habe, weil sie für mich aussahen wie Sommersprossen, das habe ich dir nie gesagt, weil es nichts verändert hätte für dich, weil du ein Dickkopf bist, wie ich. Mit über 80 hast du noch erklärt, dass du nicht zum Seniorentreffen gehst, weil da nur alte Leute sind und ich frage mich heute, was Altsein bedeutet. Kann man lang leben, ohne alt zu werden? Und gibt es diesen einen guten Tag, um zu... Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So beginnt deine Geschichte, Oma, die geprägt ist vom Glauben. Du hast geglaubt unerschütterlich an Gott, an Jesu Geburt und die Wiederauferstehung. An das Gebet, das Vaterunser, das Ave Maria, an das Amen in der Kirche, an Erlösung und die Ewigkeit, in die du jetzt eingetreten bist, an das jüngste Gericht, an ein Ende, das kein Ende ist. Im Anfang war das Wort. Jede Geschichte beginnt mit einem Wort und Worte sind mächtig. Sie erschaffen Welten und Träume und Realität. Sie bringen uns zusammen, weil wir sie teilen können. Sprache ist das, was uns verbindet. Und manchmal fehlen die Worte, weil Ohnmacht und Trauer die Stimme erstickt. Aber viel öfter hilft es, wenn man doch drüber spricht, denn Totschweigen ist nur ein Synonym für Stagnation, aber allein durch Kommunikation entsteht Veränderung und daran glaube ich.
Im Namen der Mutter, der Tochter und all der Frauen auf der Welt, die gehört werden müssen von der Gesellschaft, vom Patriarchat, von der Kirche. Ich glaube an die Freiheit und die Notwendigkeit, seine Meinung zu sagen, die Stimme zu erheben, jederzeit, überall vor Gott. Denn Sprache ist Leben. Und du bist lebendig, Oma. Wenn wir von dir erzählen, wenn wir über dich sprechen und mit dir. Ich bin nicht traurig, dass du weg bist. Ich bin froh, dass du da warst. Oma, danke. Du hast 3 Kindern das Leben geschenkt und in der Folge auch mir. Ohne deine Existenz wäre ich heute nicht hier. Wir teilen ein paar Schnipsel DNA, ein bisschen Erbgut und eine Geschichte. Und ich werde sie erzählen, heute und immer wieder. Denn auch wenn du jetzt von uns gegangen bist, Oma, und daran glaube ich, Worte sterben nicht. Thank you.